Ich dachte, ich lasse euch einfach mal mit eintauchen in mein alltägliches erhöhte Temperatur-Fatigue-Drama, damit ihr es euch ordentlich überlegt, ob ihr euch so eine Scheißkrankheit zulegen möchtet. Ja, der Originalton war leider zu emotional und deswegen dermaßen übersteuert an gleich 90% meiner Worte. Insofern mache ich es jetzt nochmal mit dem Originalbildmaterial dahinter. Was habe ich gesagt? Dass 21 Kilometer Laufen wahrlich ein Dreck dagegen waren, was ich hier in diesem Video aufgezeichnet habe, diese 19 Minuten. Oh Mann, bitte, was ist los? Verdammte Scheiße. Aber ich habe doch nichts. Ich bin einfach nur scheißbehindert. Die Meinung von mir? Alles ein einziger Verfall. Aber die Tatsache, dass ich sogar mit Bildmaterial beweisen kann, dass ich in den Momenten, wo die Temperatur mal unter 36,6 fällt, wieder aufstehen, wieder normal schreiben und sogar ein paar Schritte gehen kann, nach Jahren im Rollstuhl, das interessiert keine Sau. Deswegen verzeiht mir die Wortwahl. Keines dieser Arschlöcher hat jemals Notiz davon gemacht. Wer jetzt glaubt, in irgendeinem der ganzen Befunde fände sich irgendwo eine kleine Randnotiz meiner Worte, der wird leider enttäuscht. Und warum? Wollen Sie mich davor beschützen, mir keine falschen Hoffnungen zu machen, weil ich ja sekundär bin? Da kann man nichts mehr machen und ich muss mich einfach damit abfinden, obwohl mein Alltagserleben dieser beschissenen Krankheit komplett anders ist, aber es interessiert keinen. Eben gerade, die letzten zwei Wochen, hat die Temperatur wieder ordentlich zugelegt. Jetzt bin ich permanent wieder bei 38 Grad Celsius und man kann sich vorstellen, wie sich das auf meine Motorik auswirkt. Man frage Herrn Dr. Uthoff. Ich war bei einer Heino-Ärztin, die hat gesagt, ich habe keine Sinusitis. Auch wenn mir Wasser permanent aus der Nase läuft. Nein, da ist nichts. Und nein, das Gesimter kann das Fieber nicht machen. Ja, aber was soll es denn dann sein, bitte? Interessiert keine Sau. Hast du es jetzt? Halleluja! Und so bist du alleingelassen. Darfst dich erfreuen an deinen Aussetzern, die jeden Tag ein bisschen stärker werden. Und du dich nur ans Thermometer halten kannst, weil wenn du nicht misst, siehst, dass es über 38 ist, wirst du ganz schnell wahnsinnig und denkst, es ist ein ganz schlimmer Schub und möchtest am liebsten sofort ins Krankenhaus fahren, wo du weißt, dass du nicht behandelt wirst, weil du ja kein Cortison mehr darfst, oder du bekommst gleich Lust, dich umzubringen. Insofern jetzt noch die Abschlussworte aus dem Original, damit ihr an meinen Emotionen auch noch teilhaben dürft. Ja, das waren ausreichend Worte zum Dienstag. Ich wünsche euch allen was. Vor allem bleibt gesund und holt euch keine MS und lasst euch bloß an der Straße nicht von Fatigue-Syndrom anlächeln und ins Auto locken. Das wollt ihr nicht. Ich kann die Maus ja nicht mehr. Ich krieg den Zeigefinger nicht auf die Kappe.